Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Glato86 und wir spielen das Spiel Resident Evil 7. Ja, im letzten Part haben wir den Skorpionschlüssel bekommen. Den hier. So, und haben festgestellt, dass unten im Keller ziemlich verfickte, ganz viele Monster sind. Und ich habe Angst. Also, mit dem Schlüssel können wir... Wir haben jetzt hier diese Zwischentür, quasi jetzt ungefähr in der Mitte der Karte, haben wir aufgemacht. Und wir können allerdings den Schlüssel hier noch benutzen beim Zimmer der Großmutter. Das heißt, ich muss Treppe hoch und dann in den Freizeitraum, wo auch irgendwie eine Shotgun rumliegt oder so, keine Ahnung. Und dann können wir ins Zimmer der Großmutter. Wahrscheinlich hat die Großmutter eine Schrottflinte da rumliegen oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall konnte man von außen irgendwo mal sehen, dass da auf jeden Fall irgendwie eine Schrottflinte ist. Wo zum Teufel bin ich hier? War das der Durchgang? Ah ne, genau, wir können ja, genau, hier haben wir den Skorpionschlüssel benutzt, um durchzugehen. Und dann kam wieder dieser Penner, der nicht sterben will. Das heißt, der lauert uns die ganze Zeit. Genau der. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. Der kommt einfach aus dem Nichts. Oh Mann, ich habe so Angst von denen. Oh, das gibt's doch nicht. Lass mich doch ein Ruderspiel spielen. Nein, er verfolgt mich die ganze Zeit. Verpiss dich. Genau. Es ist vorbei, Junge. Hä? Mia? Seit wann gibt's denn jetzt eine Kassette hier? Wo lang? Ich habe keine Ahnung. Ich darf auch nicht stehen bleiben. Wir müssen zurück. Ist jetzt da? Ah, hier können wir rein. Nein. Ach, hier können wir rein. Ja, bitte nicht. Komm, schnell, lass mich rein. Schnell. Komm, öffne. Und schließe dich. Okay, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, da ist tatsächlich die defekte Schrottflinte. Das ist auch schon Tradition, man findet immer die kaputte und steckt die irgendwo rein und dann ist sie ganz. Boah, hier ist so viel Zeug. Nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Nee, verpiss dich. Kann ich mich verstecken, wirklich? Kommt er hier rein? Guck mal, der sucht mich. Der sucht mich eiskalt. Das war echt Spaß! Oh, ein Gebiss von der Oma. Ich traue mich hier gar nicht was zu lesen, weil auf einmal kommt der Typ, während ich lese. So, ich will mich trotzdem hier nochmal umgucken. Achso, hier haben wir was zu lesen. Lieber Mrs. Becker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Analyse Ihrer Röntgenaufnahme abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind Punguartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Ekelhaft. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten können, mit diesem Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Halsmaul, ich lese gerade. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss der entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie diesen Brief erhalten. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Greyford Lang, Allgemeines Krankenhaus, Dulway. Du Penner, ich habe doch gesagt, ich bin gerade am Lesen. Er soll mich nicht nerven. Das habe ich gemeint, ich will hier was in Ruhe lesen und er kommt und nervt. Was haben wir denn hier? Ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn du das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopf-Reliquie, damit keiner von ihnen mehr aus dem Haus kommt.
kommt, lasst sie uns verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer haben wir schon. Das Buch im Freizeitraum haben wir auch. Und der Zerlegungsraum im Keller, das haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen in den Zerlegungsraum in den Keller. Flüssige Chemikalie. So, wir haben jetzt... Haben wir jetzt mehr Platz oder was ist los? Ah nein, wir haben immer diese 8 Slots. Ich würde mir auch gerne jetzt dieses Video angucken, aber das geht nicht, weil der Typ doch da draußen ist. Wie sollen wir das jetzt machen? Und ein bisschen schade ist, dass man irgendwie die Waffen nicht upgraden kann, oder? Oder kann man sie upgraden? Zumindest habe ich noch nicht entdeckt, wie es funktioniert. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Plan ausdenken. Wo war die andere Schrottflinte? Die war unten. Die war auf jeden Fall unten. Wow. Wow. Verpiss dich. Verpiss dich aus meinem Leben. Okay, Abkürzung. So, jetzt sind wir unten. Mann, habe ich mich gerade erschreckt. Nein, falscher Raum. Achso, wir müssen nicht außen. Gleich, buh. Das ist dieser Horror? What the fuck? Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Du verschwendest deine Zeit. Oh mein Gott. What the fuck? Da geht einfach die Wand kaputt. Ich habe keine Worte mehr. Schön, mach doch einfach, was du willst. Wo ist der Penner hin? Da ist er. Da ist mein kleiner Junge. Ach stimmt, der kann jetzt auch hier durch die Wand. Warte mal, wo ist das? Ach, das ist zu diesem Raum, alles klar. Nee, aber krass. Krass, das haben die wirklich geil gemacht. Komm, geh zu, geh zu. Du auch. Geh zu. So, wo war das jetzt? Ich muss mich beeilen. Genau, da. Ja, da ist sie. Nein, ich kann nichts mehr tragen. Ist das euer Ernst? Okay, was können wir ablegen? Wir können eigentlich nichts ablegen. Ja, ich muss wieder in die Kiste. Ich muss in die Kiste. Die Kiste ist allerdings auch gleich hier vorne. Und hier nach links. Ja, den Raum habe ich mir gemerkt. Momentan kommen wir sowieso nicht voran. So, da ist Kiste. Also wir können ablegen, glaube ich. Ja, was können wir denn ablegen? So, wir legen das hier ab. Warum habe ich eigentlich zwei Chemikalien? Kann man die nicht zusammen machen? Nee, kann man nicht. Ach so, die brauchen alle einen Platz. Nee, das ist doch Quatsch. Okay, geht doch nicht. So, das können wir schon mal dahin machen. Videokassette brauchen wir gleich, um das anzugucken. Die kaputte nur tauschen wir gegen die ganze aus. Den Schlüssel machen wir mal dahin. So. Und das heißt, ich könnte wieder diese zwei Munition mitnehmen. Nein, doch, klar, natürlich. Dann habe ich genau noch... Ja, perfekt, okay. Das heißt, wir können uns jetzt die Schrotti holen. Dass man diesen Typen nicht einfach umlegen kann und dann ist Ruhe im Karton. Warum kann ich die nicht zumachen? Ach stimmt, die geht ja von alleine zu. So, es muss schön nachladen. Boah, die ist bestimmt richtig geil und stark. So, und hier kommen wir dann auf die Defekte. Okay, die ist nach oben, alles klar. So, was stand da? Ah, genau, jetzt muss ich runter. Jetzt muss ich nochmal runter in den Keller. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es dort noch den Hundekopf gibt, den ich nicht gefunden habe. Und den muss ich mir definitiv besorgen.
Da wir jetzt ein bisschen Munition haben, können wir auch die restlichen Missgeburten, die da unten rumlaufen, besiegen. Ja, das ist das, was ich jetzt vorhab. Machen wir mal. Und dann können wir gleich die Schrottflinte mal testen. So, wo war das? Hier war das nicht. War das hier in den Raum? Ah nein, hier war das. Genau, hier waren doch noch zwei Stück oder so. Hallo, wo seid ihr? Okay, da ist schon mal eins und da ist eins. Oha. What the Headshot? Wie geil ist die? Die ist ja mal richtig geil. Irgendwie vermisse ich das von Dead Space, dass man so stampfen kann. Oh, das wird toll, oder? Dass wir die so richtig durchstampfen. Oh, wie schön noch Munition. Oh, die sind richtig geil, kraftvoll. Und genauso soll auch eine Schrottflinte sein. So schön kraftvoll. So, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Oder was sollen wir jetzt hier finden? Den Hundekopf, ne? Aber wo genau? Oder ich muss jetzt mal hier weiter, weil es hier doch nichts gibt. Okay, gehen wir mal weiter. Was muss ich denn hier machen? Ein Dietrich oder was? Aber ich habe keinen. Ich habe doch keinen Dietrich. Was ist eigentlich diese Tür dort? Warum ist die zu? Warum ist die rot? Ist es eine Durchgangstür? Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Dietrich, aber ich habe keinen Dietrich. So, wird mal Zeit, diese hier Tabletten zu benutzen. Damit sehe ich Sachen, die man sonst eigentlich nicht sieht. Das ist eigentlich richtig gut. So, hier habe ich anscheinend alles mitgenommen. Das ist okay, schon mal, das ist gut. So, hier ist schon mal was. Imritz, eine antike Münze. Okay, alles klar. Oha, wie viele hier Sachen rumliegen. Da ist nochmal ein Kraut. Hier haben wir Pistolenmunition. Wie ich das alles übersehen habe, das ist doch der Hammer. Okay, genau, zurück zu dieser Tür hier. Ah, jetzt habe ich sie aufgemacht. Ach so, und hier geht's gleich hoch, dann... Ah, okay, alles klar. Das war diese Tür. Ja, ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Dietrich und ich habe keine Ahnung, wo ich einen herbekomme. Naja, aber unten liegen noch genug Items. Vielleicht ist ja irgendwas davon ein Dietrich. Da habe ich auch keine Ahnung, was passiert, wenn wir die irgendwie alle haben, diese Wackeldackelköpfe. Es ist doof, dass ich diesen Dietrich oben benutzt habe für die Schublade. Da war zwar Munition drin, aber hier unten ist das für die Tür gewesen, oder? Oder es gibt hier noch irgendwas, was ich übersehen habe. Ich muss es halt nur finden. Weil es könnte überall sein. Besonders hier in diesem Raum. Hier müsste doch dieser Hundeteil sein, oder nicht? Verbrennungskammer.
Haben die nicht was von hier gesagt? Dass das irgendwie hier sein soll? Nee, ne? Hier zeigt auch das Symbol nichts an. A3, ein Handabdruck. Hier ist ein Handabdruck. Und was ist jetzt mit A3? Und warum geht das hier nicht auf? Vielleicht muss tatsächlich hier was drin sein. Oder es muss eine Reihenfolge. Warte mal, was stand genau hier auf dem Zettel nochmal? So, denk daran, 3A und ein Handabdruck. So. Also A könnte vielleicht für den Anfangsbuchstabe stehen, für... Für Tamara oder das Ende. Ach, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Vielleicht muss man es wirklich per Reihenfolge öffnen. Zum Beispiel das hier und dann den Abdruck. Und es bleibt trotzdem zu. Ach, verdammt. So, sie ist von der anderen Seite zu. Nach vor. So. Ich frage mich halt, wo noch ein Schlüssel ist. Ich habe irgendwas übersehen. Ich habe irgendwo noch einen Schlüssel oder einen Dietrich oder irgend sowas übersehen. Und ich habe keine Ahnung, wo da was sein könnte. Was war das denn? Was war das? Direkt erstmal die Schrotflinte. Och man, ich will das doch einfach aufmachen. Okay. Wir können auch noch das Video anschauen. Also wir haben ja die Kassette. Ja, aber trotzdem, mir fehlt ein Dietrich und ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekomme. Was ein Rotz. Na gut, genug rumgeflennt. Gehen wir mal hoch. Genau, gehen wir mal hoch und schauen uns dann mal die Kassette an. Und ich hoffe, ich darf die in Ruhe anschauen, ohne dass mich dieser hässliche Vogel nervt. Aber wahrscheinlich tut er das sowieso. Weil in dem Video wird wahrscheinlich wieder gezeigt, wo irgendein Secret oder sowas ist. Aber hier war ich doch schon mal. Ich glaube, ich bin hier falsch. Jupp, hier bin ich falsch. Definitiv. Hier können wir auch was aufmachen. Anscheinend gibt es hier doch viel mehr Dietriche. Aber wo die alle sind, das ist die Frage, ne? Scheint doch irgendwas drin zu sein, oder? Okay, ich glaube, ich tue jetzt nochmal hier so eine Pille schlucken. Was ist das denn hier? Genau, nochmal hier so eine Pille und schaue mich doch nochmal damit um. Das gibt's doch nicht. Ich übersehe voll die Sachen, die einfach nur so rumliegen. Das ist doch der Hammer, was hier so rumliegt. Krass, oder? Richtig krass. Ja,
Ja, in diesem Zimmer gibt es so viele Sachen, aber ich kann da nicht rein. Verdammt, verdammt, verdammt. Da ist ein Vogel. So, wollen wir mal hier durch? Bin ich da nicht runtergefallen oder sowas? Ich weiß es halt nicht mehr. Ah ne, wir sind hier durchgekocht. Ach so, stimmt, das war der Durchgang mit dem Vogel. Jetzt erinnere ich mich. Ja, ich glaube, wir müssen mal hoch. Da oben gibt es nämlich das ganze Zeug, weil unten habe ich schon anscheinend alles abgefarmt. Okay, der Typ ist nicht da. Wie hier einfach Zeug überall rumliegt. Was haben wir denn hier? Margaret, bring die Hippie-Mistkerle, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Was ist das denn? Brennstoff? Achso, das war das Gebiss. Okay, wir haben wieder sehr viel Zeug. Da habe ich auch gut Munition. Das ist echt cool, das freut mich. Ja, hier sind wir in diesem Videoraum. Und dann schauen wir uns mal das Video an. Ich hoffe, in der Zeit passiert nichts, dass ich nicht angegriffen werde oder so. Hallo, kommt da noch was? Ah, jetzt. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ah, okay, cool. Jetzt spielen wir die Mia. Und müssen von dieser Margaret abhauen. Aber wohin? Hier drüben, Mami. Hey, was ist das denn für ein Mädchen gewesen? Hallo, ich will da durch. Hallo, Tür. Durch den lang. Ach, hier ist noch eine Tür. Oh, jetzt wird's dunkel. Wo zum Teufel ist das auch? Wahrscheinlich wieder irgendwo im Haus. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ja! What the fuck? Ah, oh, da hat sie mich erwischt. Was? You failed? Ah, das heißt, sie darf mich gar nicht erwischen? Okay. Alles klar. Böse Margaret. Okay, hier hat das Spiel gespeichert, das heißt... Ah, ich muss mich hinter der Kiste hier verstecken. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht einfach in die Ecke. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Wo ist sie hin? Ist das die Tür?
Oh, da ist sie. Ich hab Schiss. Oh, cool. Ich begreife dich überhaupt nicht. Oh, sehr schön. Die alte ist weg. Jetzt kann ich durch. Was wär's jetzt, wenn sie auf einmal hinter uns ist? Was ist das denn? Dieses Haus hat mehr gesehen als. Die kommt! Die kommt! Help! Muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich verstecke mich hier. Sieht die mich? Wo ist sie denn überhaupt? Ach da. Scheiße. Na toll, jetzt sieht sie mich gleich. Weil hier keine Kiste oder sowas davor ist. Kann ich hier runter? Was ist das denn? Flammenwerfer? Ein Bunsenbrenner? Nein, nein, komm nicht hierher. Wohin muss ich denn? Ich weiß ja nicht mehr, wohin ich muss. Nein, oder? Die kommt her? Nein, bitte nicht. Aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Jetzt ist nicht die Zeit dazu. Ach, ich muss durch diese Tür jetzt. Ah, okay, alles klar. Die vorhin zu war. Nein? Hä? Hey. Wohin dann? Wo muss ich denn dann, bitteschön? Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Muss ich etwa das angucken, was da in der Mitte war? Kommt die jetzt hier hin? Okay, sie kommt. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Ich bin ganz ruhig. La 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 la, da ist nichts. Wo ist die Alte? Okay, die Alte ist da vorne. So, aber was muss ich denn jetzt hier machen? Mir das angucken? Ah, jetzt doch angucken. Okay, ich muss hier einen Vogel bilden oder irgendwas. Eine Spinne. Oh, das ist eine Spinne. Fuck. Das ist eine Spinne, wie hässlich. Jetzt muss ich mich hier durchquetschen, okay. Ich frag mich halt, was passiert, wenn ich jetzt das Video fertig habe. Also wenn ich jetzt mit dir gespielt habe, ob wir dann irgendwas Besonderes sehen oder zeigt uns das jetzt schon das Spiel, dass hier irgendwas gibt oder... Jetzt wird wieder gespeichert, alles klar. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Wo ist sie? Du! Du! Bleib genau da, du kleines Ach, da ist sie. Oh, fuck. Ja, ich wusste nicht, aus welchem Zimmer sie kommt. Ach, Mann. Na gut. Wurde zum Glück gespeichert. Ja, ist schon interessant, dieses Versteckspielen mit der Mike Red. Naja, man lernt ja immer dazu nach jedem Tod. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir schon verreckt sind, also auf jeden Fall... Das Spiel zwingt einen in die Knie. Wenn man nicht weiß, was man tun muss. Ach, da kam sie. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Sucht jemand anders als Familienmitglied. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Geh bloß weg von mir.
Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du, was verdammt nochmal nicht... Nein! Versuch nicht deine... Also ich muss sagen, von der die deutsche Synchro schon ganz lustig gemacht. Kein Weg raus, Fräulein. Und der Margaret? Da gab es schon viel, viel schlechtere Sachen. So, hier haben wir einen Kurbel und was haben wir hier? Ein Bild, eine Foto. Mit nix. Warum ist es dunkel? Was ist los? Uah! What the fuck? Oh Mann, hab ich mich gerade erschreckt. Oh Mann. Oh krass. What the fuck? Oh, wie... Oh, ich habe keine Worte. Das Spiel inspiriert und tut immer wieder neu überraschen. Krass. Was haben Sie dir angetan, Mia? Das ist die Frage. Was habt ihr Mia angetan? So, dann gehen wir mal hier ins Omas Zimmer rein. So, hier sind wir, glaube ich, gesaved. Ja, da würde ich mal sagen, das ist eine perfekte Stelle, um den Party zu beenden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin einschaltet bei dem Let's Play und mir zuschaut. Mein Name ist Glado86 und wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schaltet wieder ein. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Part bewertet. Kommentare, Däumchen hoch, Abo, das ganze Programm. Ja, und bis dahin sage ich Bye Bye, Winke Winke und Ciao Ciao.